So, hallo und herzlich willkommen hier auf Nachtaktiv Gaming. Wir sind wieder zurück. Wir haben eine Aufnahmepause gehabt von einer Woche ungefähr. Darum müssen wir uns jetzt wieder ein bisschen reinspielen. Aber den Guten hier kennen wir auf jeden Fall noch. Ja, und das Messer ist gezückt Das und dein Messer. Bauchnabel wurde auch schon ein bisschen präpariert von uns. Guck Genau. dir nochmal den Bauchnabel Den an. Bauchnabel Was ist da los? ist. Zerstückelt. Ja, mir Aber fällt jetzt nichts dazu ein. guck mal, er hat auch alle Ringe, so weißt du, er ist hier Ja, die Thanos. hat er. Ja, stimmt. Das sieht echt aus wie Thanos. Die sind auch alle unterschiedliche Farben. Infinity-Steine. Aber gut, er kauft ja auch jeden Scheiß dir ab, ne? Ja, das stimmt. Er ist ja so ein richtiger Händler, der wirklich jeden Dreck kauft. Ich muss mich gerade wieder ein bisschen an die Steuerung gewöhnen und wir werden oft wieder die falsche Taste drücken Ja, für Menü und. das haben wir schon in der Vergangenheit gemacht. Warum sollten wir das auch ändern? Was ich gucken wollte, ist genau das hier. Wichtiges zum Beispiel. Zum Beispiel haben wir nichts. So, ich dachte, da kommt Scheiße. jetzt was. Nee. Eine Nee, Geige. wir gucken uns die Gegenstände manchmal nicht genug an, Ja, das weil stimmt. manchmal sind da ja sogar noch Sachen versteckt. Aber hier nicht. Den haben wir ja schon zusammen gebastelt, diesen Schlüssel, ne? Genau. Der ist schon. Da Sieht gibt's auch cool aus, ne? Aber auch so. gruselig. Ja, ein bisschen gruselig auf jeden Fall. Gut, Schmiedeschlüssel. Der sieht ein bisschen aus wie Darth Seitdem du das gesagt hast, sehe ich das wirklich immer Vader. bei dem. Das Das ist ist wie Lego Darth mir Vader. aufgefallen. Gut, hier ist ja unser Baby drin. Der Die Kopf. Arme, die Arme. Nee, Doch, die ach, Arme. Arms. Den Der Kopf Kopf war immer noch. hast du schon reingesteckt da in das. Ja, aber das sieht nicht wie Arme aus. Das sieht ja genauso Das aus. sieht einfach nach gar nichts aus. Das sieht aus wie ein Kristall. Das sieht aus wie bei Jurassic Park die in Bernstein gefangene Mücke. Mücke. Stimmt. Die Brunnenkurbel, Ja, sehr die ist wichtig, auch geil. sehr, Eine sehr Kurbel, vor wichtig. allem sieht aus wie ein LKW-Lenkrad. Foto eines seltenen Tieres. Also das wird uns jetzt hier den Ort zeigen. Das Dorf irgendwo. Ja, ein Schwein. Aber vielleicht haben wir es auch schon gekillt. Das kann sein. Vielleicht auch nicht. Und die Schatzkarte. Das haben wir ja gemacht. Das haben wir gemacht schon, ja. Stimmt, Ja, stimmt, stimmt, das war, stimmt. wo wir ja Küche. dachten, dass da dieser coole Dolch drin ist, der dann zum Schluss irgendwie für jeden zugänglich war. Ja, Genau, das haben wir auch. im Wasserlevel da. Also unten Genau, im Keller war. im Keller war das. Überschwemmter Keller. Das Familienfoto, das hatten wir doch eigentlich in den Briefkasten Ja, das haben wir wieder geschmissen, zurückbekommen. Kümmer dich um unsere kleine Rose. Ja, ne? das haben Ja. wir schon mal nicht gemacht. Das ging nach hinten los. Da müssen wir nochmal mit dem Jugendamt sprechen. Was haben wir versagt? Wenn die gute Gut. Mia das herausfindet, ne? Waffentechnisch, wie sind wir da bestückt? Schrot, 3 Schuss. Ja, die kosten ja auch nicht viel. Guck dir das mal an Das hier. ist nicht schlecht, Das ist weil natürlich. das Baby scheppert auch. Stimmt, wir haben die alte Pistole Du verkauft möchtest und etwas haben uns eine kaufen. neue Pistole gekauft. Nicht Ich gekauft, habe sondern neue Waffen gefunden, für ne? dich Also wir haben die besorgt. Wie bessere wär's? Pistole, haben wir. Genau, das ist unsere alte Genau, hier Pistole. die mit, mit Klebeband und so, die haben wir verkauft. So, da wir sehr reich sind, nehme ich noch mal ein paar Schuss mit. 10. Vielen Dank für deinen Das hat Einkauf. Für die Pistole, oder was? für die Pistole, ja. Achso, ja, hätte man noch mal Das gucken ist können, doch die hätten wir vielleicht auch welche Standardwaffe. herstellen können, ne? Weil sonst Ja, aber das ist brauchen doch wir dann das besser, nicht. wenn wir das für die wichtigeren Waffen. Das ist jetzt unsere Schönen Standardwaffe. Tag. Ja. Da Okay. kann man auch mal ein paar Schuss daneben setzen, das ist Ja, egal. das können wir. Gut, ich muss jetzt hier mich kurz wieder reinfinden. Ich weiß auch Zum gar nicht. Beispiel das hier. Da hinten war ja Da war dieser unser Gollum-Fisch. Fisch-Mensch, Ja. der uns angekotzt hat, weil der gute Ah, Ethan, oh, hier, ist guck ein mal. Rätsel. Also ich würde sagen für hier, aber das ist noch nicht an, wegen Strom wahrscheinlich. Ja. Ach Aus wie so, drei müssen wir Gewinne. das hier vielleicht aufmachen, damit der Fischmensch hier durchschwimmen kann. Ja, das kann sein. Gut, dann gehen wir weiter. Das war natürlich jetzt echt. Kommen wir von da? Wir müssen da nach oben. Dann kann ich mich noch erinnern, oder? Hier müssen wir, glaube ich, lang. Diesen Weg da. Dafür gehen wir Da lang, da ne? Ja. Okay. Ja, wir müssen uns einfach wieder finden, ne? Das ist ja. Geheimweg. Wo? Ich weiß nicht, ob wir hier schon mal lang gegangen sind. Oh Wenn jetzt Gott, hier jemand rausspringt. wer lacht denn da? Hatte der? Der Rinder wahrscheinlich, oder? Nee, oder der Ethan. Digga, hat der selber gelacht? Wie krank.
Der Ethan. Oh, ein Klo. Ich müsste mal wieder aufs Klo. Aber ist schon in die Hose gegangen. Schon, das war wohl nix. Das war ein Schiss mit X, das war wohl nix. Stimmt. Untersuchen. Ich glaube, die Kurbel macht's nicht mehr das lang. Ist schon ewig alt und entsprechend ramponiert. Im Fall, dass sie bricht, geh lieber und hol die von Windmühle 2. Ah, unsere nächste Mission. Mhm. Das ist der einzige Ersatz, den wir haben. Okay. Genau. Gut. Ja, so kann ich mich irgendwie dran erinnern. Wir haben dann hier noch geguckt gehabt oder was? Und dann sind wir zurückgegangen. Dann sind wir zurückgegangen, ja? Haben gespeichert. Gut. Und haben dann quasi beendet. Genau, da musst du jetzt nämlich quasi, weiß ich nicht, rein, runter, whatever. Also ab diesem Punkt wird es jetzt wieder gefährlich. Genau, jetzt wissen wir, jetzt wissen wir wieder nicht mehr weiter. Da ist eine Kurbel. Ja, aber das... Zack. Boah, 560. Wo ist der Fischmensch? Du musst so alte Brotkrümel reinschmeißen. Dann kommt der. Stimmt, ich kann mich auch noch erinnern... Mit dem Boot, ne? Ja, ich kann mich auch noch erinnern, dass... irgendwo war so ein Geheimnis oder so ein Schatz oder sowas. Ja. Und ich komme nicht hin. Ja. Nicht segeln, sondern einfach hin paddeln. Ist immer dunkel. Okay, dann geht es wahrscheinlich runter. Anscheinend können wir das Ding jetzt hier nicht bewegen und müssen dann wahrscheinlich runter. Untersuchen. Na, ich habe mich geirrt. Ah, hab ich's doch gewusst. Er macht alles kaputt. Echt jetzt? Du musst zum Mühle 2 und die Ersatzkurbel holen. Ich habe ein Rad. Das ist aber nur fürs Brunnen. Das ist nur für Brunnen? Nur für Brunnen. Fürs Brunnen. So. Ja, also muss ich runter. Ja. Da, weil das so hell ist, würde ich da mal runter. Jetzt mal runter gucken. Da ist doch nichts. Na dann, da gehe ich doch einfach easy runter. Er guckt auch nicht runter, er geht einfach so. Ich gehe einfach runter. Das ist, was soll denn hier passieren? Also bisher ist hier noch nichts passiert in diesem Dorf. Ja, das stimmt. Das Dorf ist eigentlich, das ist wie Gifhorn. Das ist Gifhorn. Das hier ist Mais. Das ist Gifhorn. Wir sind in Gifhorn gerade unterwegs. Mhm. Gut, die Mühle. Hier ist nichts. Gehen wir mal raus. Schauen wir uns mal. Gut, wir werden ja offensichtlich genau hier lang, wo die toten Fische liegen. Hörst du die einsam? Das ist die Umweltverschmutzung. Ja, den hier will ich einsammeln. Wie gehe ich nochmal? Ja. Gut, es wird schade. Jetzt dann könnte man gut dem Fischmenschen den Kopf schmeißen. Ja, aber ordentlich gewackelt. Ist aber nichts passiert. Das wird nämlich erst auf dem Rückweg sein. Pistolenmunition. Gut. Gut. Ah, da ist wieder Klebeband, das kannst du kaputt schießen. Oder mit dem Messer. Kannst du mal ein Messer nehmen. Wir wollen Spaß. Das habe ich mir nämlich auch einmal gegen den Kopf fast. Kopfschmerzen. Alles, was mit Gelb ist, so mit Tesafilm und so, das kann man nämlich alles kaputt machen. Okay, da ist die Mühle. Da ist der Fisch. Kriegst du nichts zu futtern? Ich krieg's doch nichts. Er immer mit seinem. Ah. Jetzt hier seine Runden oder was? Oder haut er jetzt ab? Er kommt wieder. Okay. Dann nutze ich gleich die Chance. So. Nee, der ist nur da drauf. Jetzt! Ja! Dann los! Alles gut. Der simuliert nur. Der simuliert nur. Wie schnell ist er denn? Hat auch ein paar Augen, ne? Also er kann ganz gut gucken. Ja, jetzt. Das führt ja nirgendwo hin. Warum müssen die da mich so irritieren? Ja, das kann sein. Gut, wo ist er? Ach, hab ich Zeit? Egal, da ist er. Ich glaube, das passiert jetzt. Ja klar, wenn wir jetzt in dem Moment drüber gelaufen, dann ist okay, aber... Jetzt laufe ich wieder. Er wird auch langsam in dem Moment. Uns echt erschrecken. Aber nicht mit uns. Denn jetzt kommt das Messer. Klebeband. Das ist aber ein Monster-Klebeband, oder? Ja, das ist gut. Kann man empfehlen. Ah, okay. Ich wette, da wo du für ein Dach gefällt, dass das fake ist,
musst du mal gucken, ob du dann da vielleicht was Cäsarfilmmäßiges abschießen musst. Weißt du, wie ich meine? Damit das Ding umfällt. Ja, ja. Muss ja. So, wo ist er? Das weiß ich. Mal hier geht's nicht mehr lang. Da kannst du. Haben wir eigentlich schon einen Spitznamen gegeben? Fischi. 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 Das ist auf jeden Fall ein großer Fisch. Okay, ich muss. Da muss ja irgendwas sein. Nehme ich die Pistole. Hoch und runter! Was? Hoch und runter? Mal auf Abstand. Hoch und runter. Hoch und runter. Ein bisschen lame, ne? Ja, der Typ, also, der gefällt mir gar nicht. Der ist richtig eklig gewesen, obwohl so der halbe Fischmann war. Ja, aber der gute Ethan ist ja voll auf ihn reingefallen. Ja, der war richtig. Der hat ihn nicht. Also, oh ja, hi Kumpel. Der Fisch ist auf jeden Fall schlauer als Ethan. Ja, gut. Er hat ihn richtig gemein gelegt. Ja. Weil jetzt ist das so schwer bei Ethan. Ist das so schwer? Immer ein paar gute Sprüche auf Lager. Mich kriegst du nicht zu futtern. Meine Hand macht ja schon. Verdammt. Hä? Ich muss das jetzt von alleine hin und her nehmen. Nee, ich brauche doch zwei Sachen. Ich brauche noch zwei Sachen. Ja, das sieht so aus, als ob da noch mehr reingeworfen wird. Damit das wie so ein Steg gebaut ist. Nee, du bist schon richtig. Ich bin von da gekommen, ne? Ja, ja. Ah, okay. Dann geht es. Da müsste man wegzwecken oder so. Ah, ob du. Na, dann vielleicht doch von da oben runter springen. Das kann sein. Ne? Da ist er. Aber hier ist. Maden. Nimm doch die kaputte Hand. Die ist abgehackt worden, hat er sich doch jetzt wieder dran geklebt. Ja, da ist auch diese Spur gewesen, ja. Hast du gesehen? Ja. Jetzt musst du einmal wieder um und runter schubsen. Ach, weil er nicht hier hochklettern kann, ne? Nein, du hast nur noch eine Hand. Das ist unmöglich. Da kann er ja auch nicht einfach rüber. Blaues Klebeband. Fährt blaue Dinger hoch. Gelbes Klebeband. Gelbe Dinger hoch. Oh, jetzt wird's rätselhaft, oder? Blaues Klebeband. Das ist auf Zeit. Kann ich auch verstanden, weil es schwerer wird. Magnum. Wir machen noch keine Magnum. Okay. Was ist noch was? Alles hochgemacht! Ja. Nee. Nein, nichts gemacht. Jetzt müssen wir wahrscheinlich gut timen. Der da hinten weiß hält sehr lange anscheinend. Oder geht das gar nicht runter? Sieht so aus, ob er dauerhaft bleibt. Also er hat blau und dann orange. Ja, dann muss ich ja aber nur da rein. Oh, jetzt ist er nicht mehr. Ja, okay. Also weiß war sehr, sehr lange da. Das ist weiß, ne? Boah, hab ich mich erschrocken. Hier greift eine Fliege. Andere an. Okay. Also, weiß ist sehr lange da. Also weiß, blau, orange. Ja, den kann ich ja nochmal machen, ne? Ne? Hier nochmal blau. Das ist ja fast. Ja. Ja. Tot.
Kiste? Oh. Ja, ja, ich bin tatsächlich tot. Aber voll der Glitch. Das war auch wieder Glitch. Hä? Ich hab gedacht, ohne Witz, ich hab gedacht, das wäre jetzt so gescriptet. Hä? Ja, eigentlich war hier schon drüben, oder? Ja, das sah aus wie drüben, ja. Nochmal. Gut. Raus. Okay. Magnum. Kennen wir schon. So. Lass mal alles runter, jetzt ist alles runter. Es wirkte eben auch, als ob das Gespräch getan wird, weiß ich nicht. Also ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass du was falsch oder was nicht geklappt hat, habe ich nicht verstanden. Junge, der ist aber auch pottenhässlich. Ich frage mich auch, was er uns hier in Zeit sagen will. Sagen will. Ich bin der Beste! Er ist der Beste. Er ist der Beste. Ich bin der Beste. Ja, das... Na, wo ist er? Hab ich auch so. Jetzt mal hier vorbei. Wo ist er denn? Er ist der Beste. Er ist nach Hause gegangen. Dann bestaunen wir kurz mal die Grafik, die wirklich gut ist. Ja. Gut, anscheinend kommt er nicht mehr wieder. Er ist jetzt nach Hause gegangen. Siebär unter! Ich verstehe ihn nicht. Siebär unter oder so. Er denkt auch, er wäre ein Delfin, ne? Ja, er ist ein großer Freund von Delfinen. Gut. Wir haben das schwierige Rätsel auf jeden Fall gelöst. Ja. Neben der komische Fisch. Mau abends nimmst du dir. Ja. Schön, dass wir uns mit dem Knistern jetzt ein bisschen... Das hört man gar nicht. Na, super. Das ist bestimmt ein tolles Geräusch. Au. Einfach alle auf einmal. Na klar. Das ist eine ganze Packung gewesen. Da waren nur drei drin. Ah. Jetzt haben wir keine Bomben mehr. Nein. Mecker. Die darf ich nicht daneben werfen. Alles auf eine Karte. Jetzt ist der Druck hoch. Ich gehe ganz nah ran. Abhauen. Okay, was hättest du jetzt gemacht, wenn du keine gehabt hättest? Man muss es anscheinend irgendwie anders auch machen können. Aber ich weiß nicht, wie. Ich werde draufschießen, 100 Schuss. Tellerchen mit Rose. Hier gibt es wirklich nichts zum Looten. So, hier wieder was. Kein gelbes Klebeband. Schön damit. Ja. Ärmel. Oh. Schick. Wow, was für ein Fang. Was für ein Fang. Also der Efel, ne? Okay. Okay, also geht's jetzt aufs Schiff. Jetzt Boss Battle. Ich muss hier weg! Ah, dann mal ich nicht. Ja, jetzt? Oh. Ah, guter Hinweis. Das ist ja krass, der gelbe Pfeil. Nein. Da hoch. Ja, hier wird nichts mehr selber gesucht. Das ist wirklich für Dumme. Pfeil.
Die da hinten fährt auch noch. Da hätten wir auch einen Abstrich einmachen können. So, meine lieben Freunde. Jetzt werden wir gleich uns angeln. Und dann bringen wir den der guten Lina zum Abendessen. Jetzt kann man nicht klettern. Kurbel. Kurbel. Jetzt kann man nämlich wahrscheinlich. Warte mal, das war da. Also müssen wir sie zum Anhalten bringen. Wir dann machen. Und vor. Mach davon allein. Lieber. Also der Typ randaliert. Perfekt, der Eben hat's drauf. Aber Vorbilder hast du nicht? Ich muss dann auch von alleine. Okay, ich bin mir nicht sicher. Ist nicht alles weg. Okay. Wer halt nur Ärger, der geht mir auch auf den Sack. Ist okay. Aquaman. Oh, Seilrutsche direkt drüber. Oh, das ist ein Rutsch. Sie stark an. Tja, kleiner Refi. Gut. Jetzt hört er auf. So, und wir ganz entspannt wieder sind. Mit der Kurbel. Okay. Ah, der Strom ist wieder da. Strom ist da. Jetzt kannst du die Schleusentür öffnen. Mit dem Rätsel. Was wir jetzt erstmal. Genau, vier gewinnt. Genau. Licht ist auch wieder an, sehr schön. Haben wir das hier schon mal gesehen? Betriebsanweisung, Stausee, Pförtnerhaus, Starkregen. Na, das ist hier der. Ich hab gerade gedacht, was ist denn da was jetzt? Was macht denn der allein in den Sommer? das ist aber, was ist das denn hier? Oh, das habe ich ja noch nie gesehen. Sind das einfach meine Füße? Das ist mein Fuß. Ja, okay, das ist das, die Bedienungsanleitung zu dem, was wir jetzt gerade machen. Und wir werden jetzt die Schleusentore öffnen. Mit dem hier. Orange, 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 blau. Warte mal, da ist ein, dieser schwarze. Kannst du das Blatt drehen? Ja, wieso? Mhm. Siehst du, da ist. Ah, ein, so. Ja. Jetzt kannst du es, glaube ich, zurücklegen. Nein. Okay. Aber ist egal, wir können es auch so lesen, ne? Wo ist das? Ja, genau. Naja, das, also, es war so. Oben, links ist oben rechts ist orange. Dann weiß-blau. Da kommt weiß hin, da blau. Weiß, ganz links ist blau. Hier. Blau. Ja. Nee. Das ist blau. Genau. Dann kommt dahin schwarz und dann blau. Und hier links kommt schwarz hin? Nee, ich gehe jetzt von oben nach unten, okay? Also ganz rechts. Orange, schwarz, blau. Ja. Haben wir. So, Mitte ist weiß, orange. Weiß, orange. Und dann gibt es noch was anderes. Was gibt es denn noch? Oh, es ist richtig. Okay, das war so. Okay, ja. Ja, das so war viel, einfach so viel, so viel dazu. So wie wir das dann gemacht haben. Ja, das wollte ich so sagen. Achtung, jetzt wird es dramatisch. Denn der Fisch wird nun weggeschwemmt. Ach nee, wir lassen das Wasser ab. Jetzt liegt der gleich auf dem Trockenen. Gut, dann gehen wir jetzt runter. Ach, Elsa. Mein kostbares Wasser. Du musst eigentlich nur umziehen, ne? Da willst du jetzt hin. Ist da hinten seine Höhle? Okay, guck mal, vielleicht kann man ihn da töten.
Das ist das Dorf hier. Trocken Luft drauf, ne? Mhm. Aber hier geht's nicht lang. Kommt man jetzt vielleicht zu diesem Boot? Da war doch eine Waffe drin. Oder irgendwas Cooles war doch da. Wenn du die Karte aufmachst, war das nicht irgendwie die coole Waffe von dem Fisch? Irgendwas war das doch. Das war doch irgendwas ganz Besonderes. Ja, deswegen wollte ich da ja hin. Deswegen hab ich dir ja so, bin ich dir so auf den Sack gegangen. 1. Oktober, ein sonniger Tag. Mutter Miranda hat mir 5 Leute aus dem Dorf gebracht, wie ich sie gebeten hatte. Ich habe sie mit einer Flüssigkeit einschlafen lassen und ihnen dann das Kadu in ihre Bäuche getan. Ich freue mich schon darauf, wie es in ihnen heranwächst. Ach du Scheiße, 2. Oktober, ein wolkiger Tag. Das ist wichtig, wenn man sowas macht. 4 von den Leuten aus dem Dorf waren heute Morgen tot. Einer fasst einen Lykan. Ich habe ihn in mein Labor in den Bergen geschickt. Ich habe schon wieder versagt. Mutter will starke Höhlen, aber ich kriege keine hin. Ich brauche mehr Leute aus dem Dorf. Ein Lykan? Das sind diese Viecher. Diese wolfsähnlichen Viecher, ne? Nee, ich habe jetzt verstanden. Das Magazin. Oh! Ich habe jetzt verstanden, das ist das, Ding, was zum Beispiel diese Vampire, die Mädels da zu den Fliegenvampiren gemacht hat. Das war ein Lykan. Das haben wir nämlich auch gesehen. Also auf den Bildern. Ja. Ja. Dass sie was eingepflanzt haben. Genau. Das habe ich verstanden, dass das ein Lykan ist. Ah, okay. Und aus normalen Leuten irgendwas crazy. Ja, die pflanzen da irgendwas rein und dann die Miranda will. 17 Schuss? Das ist cool. Die Miranda will halt starke Höhlen, damit sie da halt, was weiß ich, draus pflanzen kann. Genau. Irgendwelche starken Soldaten. Was ist das? Müllbeutel? Ja. Ernsthaft? Immer gut, Munition. Kann man hier hoch? Fällt da nicht. Dachte ich eben ehrlich gesagt auch, weil es wieder so Tesafilm-mäßig aussieht. Und gelb. Aber irgendwas hat es doch damit auf sich. Das ist ein Wasserschlauch. Lecker. Und ich war duschen. So, Gullum. Gullum, Fischgullum ist da raus. Du wirst stolz sein, Mutter! Keine Wahl! Was ist das, Säure? Ah! Oha! Ich kann ausweichen! Ich bin hier irgendwie direkt fest. Okay, ich nehme eine andere Waffe. Kann jetzt wichtiger zu sein. Wie kann ich dir mal jetzt als Hilfe nehmen? Herstellen. Scharfschützenmunition. Das sind die gelben Dinger, da kann ich die Unterstände versuchen. Tot. Ja, vielleicht auch ganz gut. Aber jetzt alles so unerwartet. Was ist das denn? Dukes? Ach, vom Duke. Ah, okay.
Okay, gut. Jetzt bin ich bereit. Jetzt werde ich gleich Munition hierfür herstellen. Falsche Taste, mal wieder. Ja, das passiert mir bestimmt nachher auch. So, 17 Schuss. So, hier war noch. Munition, war das Munition? Nee. Nee, Pistolenmunition. Ich glaube, Pistolenmunition war das. Ja, okay, der kommt jetzt gleich und dann. Dann macht er hier zwar irgendwie alles kaputt oder so, ja, dass man hier weiter. Andere Wege auf, ja. Aber. Du wirst stolz sein, Mutter! Sieh her! Oh, geh weg! Ich hab nur keine Wahl! Ich weiß nicht, ob ich auf ihn schießen kann oder eigentlich immer nur, wenn er sich so zeigt. Hier kann ich schon mal im Kreis rennen. Gut. Das ist auch so ein gutes Fass. Kommt da. Gib mir aus dem Weg! Lauf nicht weg! Lauf mir da auf den anderen, das ist fast. Der Knie hat mich getroffen. Ja, komm mal her jetzt! Delfin! Flipper! Flipper! Ja, das ist sehr verständlich. Ja, den muss man bestimmt nutzen. Er hat mich nicht getroffen, Kollege. Quatsch. R1 war Leben. Leben? Ich habe kein Leben. Doch, 1 eigentlich. Ne, jetzt haben wir 1. Mach ich mal 2. Noch glaube ich nicht, dass. Jetzt kommt der Weg. Ja, wir haben die Wege. Alles gut. Das ist noch nicht mal sauber Weg. Gut. Das ist jetzt auch bitte wieder weg. Nein. Was macht er jetzt da oben? Aber ohne Sackgasse. Das ist scheiße, aber kannst du die Sackgasse kannst du nicht abschließen. Doch. Okay. So, zwei Schuss. Mine nicht. Oh, immer falsche Taste. Fass. Ein Fass. Ja, dann war ich ihn weg.
komm. Und auch irgendwie zu. Ja, jetzt ist der. Da bin ich gespannt. Komm. Ja. Sieh mich nicht zu an! Mine hat er gegessen. Was ist das denn da jetzt? Hat er so ein Power-Up gegessen, oder? Er kotzt extrem. Ja, nee, Mine ist da durchgelaufen. Jetzt ist er, glaube ich, wieder normal. Normal, ey. Das war Nummer 3. Im wahrsten Sinne ein Ekelpaket. Okay, danke. Ethan. Da rechts war was? Ethan einfach nur the brain. Pistole, Munition, Erste Hilfe und eine Mine. Explosivgeschosse. Ja, für die Bazooka oder was wir da haben, ne? Oh, 11 Schuss passen da rein. Wo gehen die 11 Patronen denn hin? Also, gut. Ich wollte einmal ganz kurz das Ding mir angucken, was wir jetzt. Hey, wo ist das denn hin? Achso, hier. Was ist das denn eigentlich? Will ich mal untersuchen. Krasse Halskette auf jeden Fall. Da fehlen noch zwei Sachen, ne? Was fehlen da? Weiß ich nicht. Das sah so aus, als ob da noch was. Eine fehlt vielleicht in dieser Fassung da. Ne, wenn du zurückgehst, geh mal zurück. Siehst du da? Ach, tatsächlich. Da sind so drei. Ah. Stimmt. Das gibt doch mit Sicherheit Kohle. Das gibt Fettkohle, diese komischen Eier. Es gibt richtig Money, Money, Money. Können wir wieder irgendeinen sinnlosen Scheiß kaufen? Boah, 30 Schuss eben gerade waren es noch 0. Ne, du hast gerade richtig viel gefunden. Also 30 auf einmal. Okay, hier ist der Ausgang anscheinend. Guck mal bitte auf die Map. War denn da jetzt diese coole Waffe? Da oben. Da. Nur eine versteckte Waffe, da kommen wir jetzt aber lang. Das sieht genau das der Ausweg. Sieht gut aus, ja. Kugellabyrinth. Dafür bräuchten wir eine Kugel. Mhm. Aber hier ist doch bestimmt noch Munition oder so. Ja, war ein nerviger Typ auf jeden Fall. Ja, der hat mich auch irgendwie hart genervt.
Ja, als nächstes, ne, ist Mr. Heisenberg eigentlich an der Reihe. Ja. In dieser Fabrik. Mal gucken, ob das wirklich so nahtlos so abgearbeitet wird oder ob es jetzt auch nochmal irgendwie was zwischendurch gibt. Ich glaube, das wird abgearbeitet. Weil ich weiß sogar, wo das Tor ist, wo es zu ihm geht. Das haben wir nämlich schon mal gesehen. Standen wir nämlich schon mal ganz am Anfang. Da vorne ist der Ausgang. Danke, Ethan. Wusste ich nicht ohne ihn. Da ist der Ausgang. Ja, ganz am Anfang standen wir schon mal vor der verschlossenen Tür. So, hier drin ist ein Umhang. Hä? Wo sind wir denn hier? Ach, das ist... Ah, hier haben wir ihn gesehen. Ja, ja, hier ist die andere Seite. Ja, hier hat er uns... Da war er einfach schlauer als der gute Ethan. Hat ihn einfach ausgetippt. Guck dir das mal an. Kadu. Das ist so ein Kadu. Lebt das Ding? Nee, es lebt nicht, es bewegt sich nur. Das wird in die eingepflanzt. In den Bauch. Ah ja. So ein Ding hat er als Haustier. Da ist der Schlüssel. Ach, jetzt kombinieren. Jetzt ist es der. Das ist hier. Fernsehen. Hältst dich besser als erwartet. Wer ist da? Ach komm. Wir kennen uns doch schon, aber nicht so wichtig. Du bist der Letzte, um den ich mich kümmern muss, oder? Du hast Eier. Das muss ich dir lassen. Aber wie geht es weiter, wenn du die 4 Flakons hast? Worauf willst du hinaus? Ich könnte dir helfen. Willst du dich mir anschließen? Mach dich nicht lächerlich. Ich könnte dich jederzeit umlegen. Da ist eine Festung, etwas außerhalb des Dorfes. Dort ist er, mein Flakon. Hol ihn dir und du bestehst. Na dann, erstmal zum Friedhof. Was für ein Wichser. Das geht jetzt nochmal woanders hin. Okay, erstmal zum Friedhof. Okay. Aber da hat er kombiniert. Kommen wir denn jetzt zu dieser geheimnisvollen Waffe? Naja, das sehen wir jetzt gleich in der nächsten Folge. Den Flakon von hier haben wir ja auch noch nicht, ne? Doch. Haben wir? Oder? Warte. Nee. Arme? Nee. Und den Kopf hatten wir. Und das, die Arme genau, haben Arme wir. Arme haben wir. Kopf haben wir schon abgeliefert in diesem Schwein. Ja. Und Arme haben wir jetzt von dem Puppending, also hier. Werden wir wahrscheinlich noch gleich bekommen. In der nächsten Folge. Ja. Wenn es wieder heißt Kadu. Kadu. Shubidu. Kadu. Bis dahin, ciao, ciao. Shubidu.